Und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Guide hier auf meinem Kanal. Diesmal geht es um einen weiteren Story-Erfolg in Yantia Wilds, nämlich um in der Mission Trautesheim der Erfolg Freundlichkeit erwidert. Bringt Wildblumen mit als Geschenk zu Hurtiger Lahar und geduldige Weide zum Dank für ihre Hilfe bei eurer häuslichen Einrichtung. Die beiden geben ja ein bisschen was ab und man kann denen etwas vorbeibringen. Wo findet man das etwas? Naja, hier in Erntehöhle, da wo diese, ja, die Arena ist, ist hier ein kleiner Händler im Westen. Der hier. Dieser Händler, wehmütige Taube, hat einen Krug Wildblumen mit. Also für 10 Silber holen wir uns ein. Besondererweise kann man ja mal selber trinken. Einfach nur, dass man einmal Alkohol hatte. So, und den bringen wir jetzt zurück. So, dann begeben wir uns wieder zu Lahar. Zur Erklärung, Herbsttal, dort etwas nordwestlich, gibt es hier Hurtiger Lahars Wohnstätte. Und wenn wir bei ihm stehen hier draußen und eben dieses Item haben, können wir mit ihm interagieren. Ich habe ein kleines Geschenk für euch und beide, weil ihr mir helft, mein Haus einzurichten. Ich glaube, ich bin so hart mit euch umgesprungen, als ihr mich das erste Mal Hilfe gebeten habt. Ich dachte einfach nur, ihr mögt es vielleicht. Ach, ihr seid genauso süß wie dieses Getränk. Danke. Wir finden heute Abend eine gute Verwendung dafür. Stimmt's, Lahar? Geduldige Weide von hinten. Okay, und damit haben wir das Achievement Freundlichkeit erwidert für einen Erfolgspunkt bekommen. Bis demnächst, euer Landetor. Tschüss.